So, dann bin ich wohl live. Das sieht so aus. Der Ton ist noch ein bisschen leise. Kann das sein? Hört ihr mich? Okay, Pascal gibt mir einen Daumen hoch, das heißt, der Ton ist da, das ist gut. Dann begrüße ich euch ganz herzlich willkommen zum zweiten Livestream von tubalernen.de. Es freut mich, dass wieder einige da sind. 14 Leute sind gerade live, das ist schön, und natürlich wird das Video auch nachher auf YouTube online bleiben, so dass alle Leute, die Lust haben, sich das natürlich gerne auch nachher noch ansehen können. Heute geht es ja um das Thema Stütze, und die Stütze ist, wie ich schon im Titel gesagt habe, das bewährte Prinzip für die Tonkontrolle, und darum soll es heute gehen. Natürlich habt ihr wieder die Möglichkeit, heute eure Fragen zu stellen. Das machen wir ganz am Ende. Ich hatte auch angeboten, dass wer Lust hat, dass derjenige oder diejenige live in den Stream kommen kann. Das hat sich jetzt allerdings keiner bei mir gemeldet, deswegen werden wir das nicht umsetzen. Das heißt, es wird ablaufen wie beim letzten Mal. Du kannst einfach in den Chat deine Fragen reinschreiben und dann werde ich sie am Ende beantworten. Ja, warum habe ich mich um das Thema Stütze gekümmert? Stütze ist extrem wichtig, und vor allen Dingen habe ich eine Frage bekommen von Matthias, der im Tonbildungskurs auch ist, und der hat gesagt, ja, irgendwie kannst du das nicht nochmal ein bisschen besser anschaulich machen mit der Stütze? Gibt es dann noch irgendwie ein bisschen was Besseres, als einfach nur zu sagen, aktives Ausatmen? Kannst du dann noch irgendwas zeigen? Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das Prinzip der Stütze oder das, ja, die Funktion der Stütze besser rüberbringen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir natürlich allerlei Experten angeschaut und habe überlegt, was schreiben die denn zum Thema Stütze. Und dann bin ich so meine Bücher, die ich so habe, durchgegangen, habe zum Beispiel bei Jack Adler-McKean geguckt, und beim Jack Adler-McKean habe ich zum Beispiel den Satz gefunden, bei hoher Lautstärke in tiefer Lage verhält sich die Tuba wie ein Instrument mit niedrigem Druck und schnellem Luftstrom. Und der Tubist braucht eine beträchtliche muskuläre Stütze, um solch eine große Luftmenge auszustoßen. Ja, leider geht dann Jack Adler-McKean nicht genauer darauf ein, was diese Stütze eigentlich genau ist. Und dann habe ich gedacht, gut, dann schaue ich halt weiter. Und dann habe ich bei Fergus McWilliam geschaut und habe da zum Beispiel den Satz gefunden, den habe ich jetzt selbst übersetzt, deswegen ist es vielleicht ein bisschen komisch. Die tiefe abdominale Stütze, die durch die Muskulatur unterhalb des Nabels erfolgt, ist für den ganzen schwierigen Kram notwendig. Leise spielen, Legato in der mittleren und hohen Lage, große Bindungen nach oben oder unten, delikate Einsätze. Sie hilft außerdem sehr bei der Intonationskontrolle. Okay, also es hat schon mal was mit den Muskeln im Unterleibsbereich zu tun. Das ist schon mal gut zu wissen. Sind wir der ganzen Sache schon ein bisschen näher. Dann habe ich natürlich geschaut in der Brass Masterclass von Malte Burba. Und da steht zum Beispiel drin, was ein Blechbläser unter dem Begriff Stütze versteht, sollte nichts anderes sein als die Anwendung der reflektorischen Bauch- und Flankenmuskulatur. Okay, also die Bauch- und Flankenmuskulatur müssen wir irgendwie anwenden, und dann haben wir die Stütze. Und dann habe ich mir noch was angeguckt, und zwar habe ich mir einen Artikel ausgedruckt aus der Fachzeitschrift Musikphysiologie und Musikermedizin. Und da schreibt die Atempädagogin Elke Gallenmüller, die Stütze ist das Steuerorgan des Atemstromes. Sie ermöglicht eine fein dosierte Luftabgabe und verleiht dem Ton Stabilität, Substanz und Tragfähigkeit. Und das Ganze kann man nochmal sehr, sehr viel einfacher zusammenfassen, wenn man Arnold Jacobs heißt. Und Arnold Jacobs hat einfach dazu gesagt, Stütze ist lediglich die Bewegung der Luft nach Bedürfnissen des Ansatzes. So, jetzt haben wir so einen groben Eindruck, was die Stütze überhaupt ist und was es bedeutet, so einen groben Überblick. Aber wie funktioniert das genau? Also wir wissen jetzt, es hat mit der Luftdosierung zu tun, und es hat was mit den Muskeln im Bauchbereich zu tun. Was muss aber eben diese Stütze genau tun? Was muss diese Bauch- und Flankenmuskulatur genau tun? Um das zu veranschaulichen, habe ich euch mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar haben wir hier eine Wasserschale, und da drin habe ich einen Waschlappen. Der ist jetzt richtig schön vollgesogen mit Wasser. Und wenn ich jetzt versuche, den Waschlappen hier rauszuholen und das Wasser gleichmäßig fließen zu lassen, dann ist es so, dass am Anfang das Wasser in großen Mengen rausläuft. Jetzt wird es weniger und wenn ich den Wasserstrom behalten will, muss ich drücken. Und am Ende muss ich, um den Strom aufrechtzuerhalten, immer fester drücken. Und irgendwann ist der Nappen leer. Natürlich könnte man das jetzt noch weitermachen, aber man sieht, dass das in unterschiedlichen Phasen des vollgesogenen Lappens unterschiedlich ist. Also am Anfang, wenn der Lappen sehr voll ist, läuft das Wasser von selbst heraus und ich brauche überhaupt nichts zu tun. Und am Ende, wenn kaum mehr Wasser drin ist, muss ich, um das Wasser rauslaufen zu lassen, den Lappen zusammendrücken mit aller Kraft. Und das ist im Grunde genommen das Problem, was unsere Muskulatur hat, wenn es um das Thema Stütze geht. Ich male euch mal eine Kleinigkeit auf. So, ich hoffe, man kann das sehen. Ja, ich denke schon, das sieht ganz gut aus. Auf der Achse haben wir den Aufwand. Das heißt, so viel Kraft müssen wir aufwenden, um die Luft aus der Lunge rauszubringen. Und das Ganze verhält sich jetzt so. Wenn die Lunge ganz voll ist, das heißt, wenn wir richtig vollgeatmet sind, strömt die Luft von selbst aus. Brauchen wir gar nichts tun. Wenn wir so in der Mitte sind, bei 2 Dritteln, und das ist relativ kontinuierlich, von 2 Drittel bis 1 Drittel, brauchen wir eben einfach ein bisschen Kraft, um die Luft rauszubringen. Und wenn wir im unteren Drittel sind, im letzten Drittel, dann sind wir an dem Punkt, wo es richtig anstrengend ist, die Luft rauszubringen. Und deswegen ist dieses letzte Drittel, das ist ungefähr so der Punkt, wo, unsere Luft in der Ruheposition ist. Das heißt, am Anfang brauchen wir eben nicht viel Unterstützung und am Ende brauchen wir viel Unterstützung. Wie funktioniert das jetzt genau? Das wichtigste Atemorgan, oder das Atemorgan ist ja die Lunge, aber der wichtigste Muskel zum Atmen ist das Zwerchfell. Und das Zwerchfell ist eine Muskelsehnenplatte, die so kuppelförmig ist. Also ungefähr so. So, wenn jetzt das Gehirn den Reiz schickt, einatmen, dann senkt sich diese Muskelsehnenplatte nach unten ab. Wir merken das nicht, weil da keine Nerven sind, sondern das geht ganz automatisch. Das ist ja irgendwie, das gehört ja zum Überlebensprogramm dazu, dass sich das absenkt. So, dadurch zieht sich die Lunge nach unten und die Luft wird praktisch eingesogen. So, wenn wir jetzt loslassen, also das heißt, wenn wir ausatmen im Alltag, dann ist es so, dass sich dieses Zwerchfell entspannt und einfach wieder nach oben geht. Und dann ist die Luft wieder raus. Das heißt, im Alltag ist es so, wir atmen ein und atmen aus. Wir sind völlig entspannt. Und deswegen brauchen wir am Anfang keinen Aufwand. Aber wenn wir am Ende keine Luft mehr haben, dann müssen wir nachdrücken. Und das ist dann schwierig. Und das ist das, was eben die Bauchmuskulatur unterstützen muss. Aus dieser Kurve, die da passiert, muss die Bauchmuskulatur einen geradeaus Strom an Luft erzeugen können. Und das funktioniert so, indem sie praktisch, wenn diese Muskelsehnenplatte, das Zwerchfell unten ist, indem sie das Zwerchfell unten hält. Das heißt, beim Ausatmen wird das normale Programm des Alltags, das Entspannung, nicht gemacht, sondern es ist so, dass die Bauchmuskeln, die rundum sind, um dieses Zwerchfell, also hier überall, dass die praktisch das Zwerchfell in der Atemposition halten, beziehungsweise in der Einatemposition so, und das Zwerchfell unten halten. So, das heißt, wir haben verschiedene Kräfte, die gegeneinander wirken. Und diese Kräfte, die gegeneinander wirken, werden Stütze genannt. Man kann es auch noch damit veranschaulichen, dass man sagt, die Stütze ist praktisch ja, die Kontrolle über den Atemstrom und wenn praktisch das Zwerchfell schon wieder nach oben gehen will, weil es sich entspannen will, zieht eben die Bauchmuskulatur das Zwerchfell nach unten und somit haben wir eben die Möglichkeit, einen gleichmäßigen Atemstrom zu erzeugen, der es uns möglich macht, zu singen, ein Instrument zu spielen oder zu pfeifen oder andere Dinge. Das ist im Grunde genommen das Wichtigste an der Stütze. Das heißt, wir haben diese Kräfte, die gegeneinander wirken. Was bringt uns das jetzt aber für unser Spiel? Wir müssen wissen, dass die Bauchmuskulatur ja gegen das Zwerchfell arbeitet sozusagen und dass wir deswegen beim Instrumentalspiel etwas anders machen müssen als im Alltag. Während es im Alltag ja so ist, dass wir uns entspannen, wenn wir ausatmen, super entspannt, ist es so, dass wir, wenn wir das Zwerchfell unten halten wollen, also in der Einatemstellung, während wir ausatmen, dass wir dann eben diese Muskeln anspannen sollen. Das heißt, die Bauchmuskulatur, die jetzt hier entspannt ist, weich, muss dann praktisch beim Ausatmen angespannt sein. Und das können wir eben trainieren, indem wir genau das üben, indem wir praktisch diese aktive Ausatmung üben. Das können wir üben, indem wir zum Beispiel Töne lang aushalten. Das können wir üben, indem wir aus unterschiedlichen Entfernungen zerknitterte oder leichte Blätter gegen die Wand blasen. Und damit verbessern wir praktisch immer weiter die Stütze. Und die Stütze ist praktisch keine statische Angelegenheit, sondern etwas sehr Flexibles, was eben genau auf dieses Phänomen reagieren muss und was dafür sorgt, dass wir eben trotz dem Waschlappenphänomen, dass wir trotzdem eben einen gleichmäßigen Luftstrom haben können. So, ich denke, das war genügend Input zum Thema Stütze. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen und bin bereit, jegliche Fragen zu beantworten. Die Tafel ist sehr klein. So, jetzt ist sie größer. Keine Fragen dazu? Okay. Per Mail kommen auch keine Fragen. Gut, dann ist wohl alles irgendwie eindeutig erklärt oder es gab von vornherein keine Fragen dazu. Doch, jetzt kommen Fragen, tatsächlich. Also die betreffenden Muskeln nicht bewusst nach außen drücken, sondern nur anspannen, schreibt Karl Haug. Ja, also die Anspannung folgt eigentlich automatisch. Das Problem, was wir haben können, ist, dass wir die Luft eben nicht mit der Stütze unten halten, sondern dass wir sie zum Beispiel mit dem Hals unten halten. Also wir können ja Luft auf verschiedene Arten und Weisen anhalten. Das heißt, wir können sie entweder so anhalten, dass wir eben einatmen und dann eben mit der Bauchmuskulatur einhalten, sodass der Hals offen ist. Oder wir können die Luft eben so einhalten mit den Stimmlippen, dass die verschlossen werden. Das Ganze klingt dann praktisch so. Das ist praktisch, wenn die Stimmlippen verschlossen sind. Das geht natürlich auch ohne Klang. Ich mache es natürlich mit vor, damit man es auch irgendwie mitkriegt. Und wenn wir das üben, dass wir die Luft so anhalten, dann müssen wir eigentlich gar nicht so bewusst darauf achten, dass die Bauchmuskeln irgendwie nach außen gedrückt werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Bauchmuskeln nach außen gehen. Also zum Beispiel, wenn wir husten, geht es eben ganz automatisch. Der Schluck auf ist eben auch eine Funktion der Stütze oder eben auch überhaupt, wenn wir etwas sagen oder sprechen. So, Paul XP schreibt, hallo, weißt du, ob es den Tonstabilisator auch für Tenorhorn und Bariton gibt? Macht die Investition Sinn? Ich spiele Violinschlüssel und habe beim A2 und Ast2 Probleme. A2 und Ast2, also praktisch klingend H und klingend G und Ges. Ja, das sind genau die Töne. Bei mir hat es Sinn gemacht, der Tonstabilisator am Instrument. Und ich kann nur empfehlen, das zu testen. Das gibt es für alle Instrumente, ja. Also auf meiner B-Tuba hat es mir geholfen, auf der F-Tuba brauche ich nicht. Peter Stroppel schreibt, wie oft bzw. wie lange sollte man Übungen für die Stütze machen? Das ist unterschiedlich. Es gibt so unterschiedliche Philosophien. Die eine Philosophie ist, diese Idee zu sagen, man muss es wirklich dauerhaft und am Stück machen, um das wirklich zu verinnerlichen, um sich voll drauf zu konzentrieren. Die andere Möglichkeit ist eben zu sagen, immer zwischendurch wieder überprüfen. Das heißt, wenn ich irgendwie einen Ton spiele, dass ich vielleicht vorher einmal zum Beispiel die Luft durch den Moment puste. So, warte, jetzt sieht man es, genau. Und dann meine Sache spiele. Und eben dabei schaue, ob das Gefühl dabei da bleibt, das ich habe. Genau, das Problem ist natürlich immer, dass ich, wie gesagt, das Zwerchfell an sich nicht spüre, sondern was ich spüre, ist praktisch nur die Bauchmuskulatur, die ja normalerweise in der Alltagsatmung nichts macht und eben dann beim Spielen eben gegen das Zwerchfell arbeiten muss. Und genau, um das vielleicht nochmal mit dem Aufwand zu erklären, ganz am Ende, wenn praktisch die Lunge leer ist, dann ist es ja nicht mehr so, dass die Bauchmuskulatur gegen das Zwerchfell arbeiten muss, sondern dann ist es so, dass zum Beispiel auch diese Zwischenrippenmuskulatur hier oben, dass die den ganzen Brustkorb nochmal zusammenpresst. Deswegen sollten wir auch eigentlich nie in diesem letzten Drittel spielen. Genau, Roger Bobo sagt das zum Beispiel, dass man nicht im letzten Drittel spielen sollte. Genau, das Heft habe ich gerade hier liegen, weil ich einen Podcast dazu gemacht habe vorgestern. Könnt ihr euch gerne ansehen. Nicht im letzten Drittel spielen, denn da ist der Aufwand eben sehr, sehr, sehr groß und es ist sehr schwierig, dann noch ordentlich zu spielen. Jürgen Mick fragt zum Thema Einatemtechnik. Und Thomas Rose schreibt, kannst du auch sinnvolle Übungen ohne Tuba die Stütze zu trainieren? Okay, erstmal, ja, gehen wir erstmal auf die Frage, ohne Tuba die Stütze zu trainieren. Also eine Möglichkeit ist natürlich, andere Laute zu machen, das heißt zum Beispiel und diesen Laut eben auf einer Lautstärke zu lassen. Das kann man natürlich genauso mit Buzzing verbinden. Und dann ist es so, dass man natürlich Blätter gegen die Wand blasen kann. Also wenn man Blätter gegen die Wand bläst, muss man auf jeden Fall sehr aktiv ausatmen. Man kann Kerzen ausblasen. Im Grunde genommen viele Dinge, bei denen man einfach den Atem kontrollieren muss. Und damit trainiert man praktisch die Stütze. Wie gesagt, die Stütze ist nichts Statisches, was irgendwie da sein muss und dann immer so festgehalten werden muss, sondern die Stütze ist eben etwas, was einfach dieses Gleichgewicht zwischen den Muskeln, zwischen dem Zwerchfell, was unten gehalten werden soll, was aber nach oben will, und den Muskeln rundherum, die eben das Zwerchfell unten halten, darstellen muss. Deswegen ist es falsch zu sagen, es muss irgendwie bretthart sein und ich brauche einen steinharten Bauch, um irgendwie stützen zu können, sondern ich muss einfach, es kommt auf das Ergebnis an. Wie Arnold Jacobs eben gesagt hat, Stütze ist lediglich die Bewegung der Luft nach den Bedürfnissen des Ansatzes. Also das, was am Ende rauskommen soll, das muss ich eben mit der Stütze hinkriegen. So, jetzt gehe ich auf Jürgen Mindens Frage ein. Einatemtechnik, schnelles Stück, schnelles Einatmen, langsames Stück, langsames Einatmen. Ob das die Frage ist? Immer so viel einatmen wie möglich. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Und die andere Sache ist, dass grundsätzlich das langsame Einatmen bewusster stattfinden kann und einfacher ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie 3 Schläge Zeit lasse von einem Einsatz und dann meinen Einsatz spiele, ist das eben was anderes, als wenn ich nur kurz Zeit habe. Trotzdem ist es so, dass beides eigentlich gut möglich ist, wenn wir gut gestützt spielen und diese Bauchmuskeln halten das Zwerchfell praktisch unten und irgendwann ist ja der Zeitpunkt gekommen, wo die Lunge dann doch leer ist und das Zwerchfell ist oben. Was passiert dann, wenn ich die Bauchmuskulatur loslasse? Das Zwerchfell geht nach unten. Und zwar ganz schnell und automatisch. Das heißt, wenn wir wirklich eine lange Phrase spielen, ich gucke mal, dass man wieder meinen Bauch ein bisschen sieht.